Und da sind wir wieder zurück am Livestream, während unten noch die Ansagen laufen. Bei uns in der Mitte sitzt der Georg. Hallo Georg, schön, dass du da bist. Was für ein spannender Impuls. Ich bin geflasht. Ich habe dich schon so oft gehört, echt. Aber ich bin total motiviert, auf die Straße zu gehen. Hast du schon wieder Luft bekommen, weil du warst im Prinzip nicht mehr zu bremsen. Wie geht's dir? Eine Stunde durch. Ja, gut, Luft bekommen. Die, die mich besser kennen, das ist natürlich auch mein Thema, gell? Also es gibt kein anderes Thema, was mich so challenged und was mir so Spaß und Freude macht, wie das Thema Evangelisation, den Herrn zu den Menschen zu bringen. Und da kann ich auch so viele Beispiele erzählen und da geht es mir einfach gut. Mir geht dann immer die Zeit aus. Das ist das Traurige, gell? Also ich hätte jetzt gerne noch eine halbe Stunde weiter, aber hat mir Spaß gemacht. Wie geht's dir in den Herbsttagen? Wann bist du angekommen hier in Wien? Mittwoch, also sozusagen von Anfang an dabei. Und ich bin, glaube ich, weiß nicht, wie viele Herbsttage das sind. Die siebten, angeblich acht, jetzt neun, die siebten. Ich glaube, ich war von Anfang an dabei. Ich erlebe das jedes Jahr. Und ich staune. Erstens mal glaube ich, dass es gar nicht so leicht ist, in einer Großstadt wie Wien so ein Happening zu organisieren. Aber ich staune, dass es immer größer, immer feierlicher, immer professioneller, immer vollmächtiger wird. Also gerade wenn ich mir den Bobby auch vor allem gestern angehört habe, es hat mich total beeindruckt. Da gibt es so eine gute Message und ein Feuer, was neu in die Herzen hineingeschüttet. Und das Entscheidende ist eh nicht, was hier passiert in den Herbst, sondern was wir dann draus machen für die nächsten Wochen und Monate. Es geht jetzt um Evangelisation. Du bist selber auch mit Kindern um 12:15 Uhr. Ja, genau, ich weiß nicht genau, wann es losgeht, aber ich glaube, dass dieser ganze Nachmittag, oder es gibt ein großes Fenster am Nachmittag, wo einfach eine Zeit da ist, auf der Straße zu sein und mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Und die Idee, das war ein kleiner Teil, den ich im Impuls auch gesagt habe, wenn ich heute allein gehe oder zu dritt oder zu fünft, ist es was anderes, wie wenn 200 oder 250 gehen. Und das darf man sich nicht entgehen lassen. Also an dieser Stelle, genau, glaube ich, können wir die Zuschauer zu Hause ganz herzlich einladen. Also es ist nicht zu spät. Steigt ein in eine Straßenbahn, und zwar die Linie 1, kommst zur Laurenzgasse und 12.15 Uhr geht es dann los mit Hit the Street. Also nicht vor eurem Computer bleiben, sondern aktiv dabei sein. Herzliche Einladung zu kommen. Für alle, die in Wien und Umgebung sind. Ja, geht sich sicher aus. Also von der Zeit her, ihr habt noch Zeit und kommt vorbei. Du hast vorher gesagt bei deinem Vortrag, jeder gute Christ sollte 10 bis 20 Bibelstellen parat haben. Mhm. Wie viel hast du parat ungefähr, glaubst du? Es gibt einen Priester von der Gemeinschaft der Seligpreisungen. Ich war ein Jahr in Frankreich bei der Gemeinschaft der Seligpreisungen. Und der war bekannt dafür, dass er ungefähr die Hälfte der Schrift auswendig konnte. Auch so ein Evangelist, ja. Und der hat wie ein Maschinengewehr, hat der immer zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Worte gehabt. Mich hat das gestern Abend beim Bobby auch beeindruckt, ja. Es gibt so, ich glaube nicht, dass wir 200 Stellen haben müssen, aber es ist gut, so einen Köcher voll zu haben. Ich traue es mich nicht zu sagen, vielleicht 30, 40, 50. 60. Da, wo ich mir oft schwerer tue, ist dann genau dahinter zu sagen, das ist bei Markus 10,12 oder das ist bei Johannes 3,5 oder so irgendwie. Ich habe einen neuen Zugang zur Schrift seit ein paar Jahren und eine neue Liebe für die Schrift. Und ich habe so ein Buch, wo ich mir jeden Tag immer das niederschreibe, was mich am meisten anspricht. Und das dient auch dazu, dass ich einfach fitter werde. Und das, wenn du sagst, ein Buch, jetzt wenn wir beim Evangelisationsthema bleiben, irgendwas, wo man speziell sagt, da kann ich viel rausholen, eben gerade für die Evangelien, ganz sicher die Evangelien. Weil die Worte Jesu einfach noch einmal eine ganz besondere Sprengkraft haben, finde ich. Ja. Und ein Wort also mir geht es darum, immer ein Wort der Auferbauung zu haben, ein Wort der Ermutigung, ein Wort des Zuspruches. Und im Grunde genommen die Worte Jesu, wenn man will, jedes Wort der Schrift ist voll Macht und voll Salbung, und die Worte Jesu haben noch einmal dieses, also wenn ich dem sagen kann, Jesus sagt dir, ja, steh auf und geh, oder dann, also die Evangelien stehen für mich noch einmal ganz oben und da finden wir genug Pfeile für unseren Köcher. Es geht um Evangelisation. Hat es einen Moment gegeben, der sozusagen der bei dir war, dass du gekneist hast, wie wichtig Evangelisation ist, oder war das einfach ein Weg dorthin? Es war ein Weg. Ja. Es war ein Weg. All jene, die mich ein bisschen besser kennen, ich komme ja aus einer
Mir wurde nur gesagt, du sollst das Mikrofon weiter oben halten, gut, wegen dem Sender. Gut. Das hört man dich nicht. Gut, danke, schade. Danke, schade. Alle, die mich ein bisschen besser kennen, ich komme sozusagen aus einem, mein Background meines Herzens ist eigentlich eine große Schüchternheit, Introvertiertheit, und darum ist das Thema, nach außen zu gehen, nach außen zu sprechen, zunächst einmal eine riesige Challenge gewesen. Aber das Gute war, wie ich mich bekehrt hat, hat mir niemand gesagt, geh evangelisieren, sondern mein Herz ging so über, dass ich zumindest einmal mit den wohlgesonnenen Menschen, also denen, die auch schon was Tolles erlebt haben, habe ich einfach angefangen zu reden. Und ich finde, Evangelisation ist ein Weg, der ganz langsam geht und wo man lernt und wo man nach dem 3-Meter-Brett vom 5-Meter-Brett springt, nach dem 5, vom 7-Meter und dann vom 10-Meter-Brett. Es ist nicht so, dass du sofort jetzt am Stephansplatz stehst und dort auf der Bank oben stehst und dort 20 Minuten einen Preach haltest, sondern es ist ein ganz, ganz langsames Gehen. Und dann sage ich immer, man kann bei der Evangelisation zwei Seiten anschauen. Die eine Seite ist, dass ich nur mich anschaue, wie arm bin ich, wie nicht fähig bin ich, wie, und die andere Seite ist, hey, wen darf ich eigentlich verkünden? Und es gibt einen, um den es wirklich geht, ja, und am Ende der Tage ist seine Message entscheidend und nicht, wie gut ich das gemacht habe. Und das muss ich mich relativ oft dafür entscheiden, dass ich sage, hey Kirk, es geht um den Herrn. Und die Evangelisation auf der Straße, würde ich sagen, die mache ich gar nicht so oft. Es gibt unter Anführungszeichen viele charmantere Möglichkeiten. Das heißt einfach, wenn wir mit Leuten ins Gespräch kommen, in den ganz einfachen Momenten, ja, im Zug oder in einem Café oder im Flugzeug oder so. Ja, oder ich mache zum Beispiel gern Sport oder ich gehe gern Skifahren am Skilift, wenn man mit Leuten ins Gespräch oder was auch das immer. Da sind sie gefangen, dann können sie gar nicht raus. Das ist der Punkt. Aber das ist sozusagen dein Weg eher, weil ich wollte, die nächste Frage wäre gewesen, wie du es im Alltag lebst. Also du sagst eher in Alltagssituationen, du bist jetzt nicht der jeden Tag mal eine halbe Stunde auf die Straße geht. Und nicht jeden Tag, aber sehr gerne immer wieder. Sehr gerne immer wieder. Ich sehe es auch ein bisschen als meine Aufgabe, nicht nur ich selber zu gehen, sondern auch die Jungen zu ermutigen und zu sagen, geh mal, da gehe ich natürlich mit oder gehe ich gerne voran. Ja. Das auf jeden Fall. Aber vor allem im Alltag mehr und mehr sozusagen diese Kairos-Momente zu erbeten, da könnte sich jetzt was ergeben. Und das muss ich mehr und mehr lernen, diese Momente auch zu nützen und da auch Farbe zu bekennen. Ja? Weil wir können über irgendwas reden. Ja? Ich lese gerade Kohelet über Windhauch. Wir können den ganzen Tag über Windhauch reden, gell? Aber es kann auch Momente geben und Chancen geben, wo man sagt, jetzt gerade bin ich mit einem Mann in Salzburg ins Gespräch gekommen und irgendwie nach 2 Stunden sagt er, kommt es irgendwie auf das Thema Glauben und dann sagt er, er ist Agnostiker. Ja. Agnostiker kommt mir so vor, dass viele wissen nicht einmal selber, was ein Agnostiker ist, ja, sonst haben sie es gehört. Der alte Bundespräsident war Agnostiker und der Bundeskanzler ist Agnostiker. Das ist jetzt ein bisschen in Agnostiker. Habe ich ihn gefragt, was ist eigentlich Agnostiker? Hat er mir keine Antwort geben können. Aber wenn er die Türe aufmacht, dann gehe ich natürlich hinten nach. Und mein Lieblingsthema ist dann immer zu fragen, du, wenn deine letzte Stunde gekommen ist, ja, was kommt für dich eigentlich danach? Ja, was ist dein? Und da ist man dann oft schon sehr tief drinnen. Ja. Oft machen sie es ganz billig und sagen, ja, haben wir nicht drüber nachgedacht oder wie auch immer. Und das ist mein evangelistisches Herz, dass ich all diese Momente nützen möchte, um mit ihnen zumindest am Schluss etwas mitzugeben, wo sie nachdenken, wo sie am Abend ins Bett gehen und sagen, oh, hey, vielleicht, weil wo hören sie es sonst noch? Sie gehen nicht in die Kirche, sie schauen sich nicht irgendwelche Bible-TVs oder sonst was an, sie gehen nicht auf Exerzitien. Wo trifft sie denn die Message noch? Ja? Also es müssen wir sein und diese Generation sein, um diese Momente zu nützen. Und Wie du das erste Mal rausgegangen bist, deine erste Phase der Evangelisation, wie war das für dich, so die ersten paar Male? Kannst du uns da vielleicht noch irgendwas erzählen? Ich kann mich nicht erinnern. Schon so lange her. Mein erstes Evangelisationsobjekt war meine Mutter. Ja, ich habe es erzählt ein bisschen. Und im Grunde genommen, wenn ich zurückschaue, das war vielleicht noch eine größere Challenge, als auf der Straße zu stehen, ja, weil das habe ich auch geredet, die Propheten im eigenen Haus. Ich glaube eher, es hat dort angefangen. Ich kann mich gar nicht erinnern, was so der erste Missionseinsatz war. Ich glaube, mit der CE Salzburg, mit der charismatischen Erneuerung in Salzburg, gab es dann mal Outreaches und da war ich dabei. Und das war aber quite safe, weil da waren so viele und dann habe ich mich angehängt bei 2, 3 Erfahrenen, war so ein Beiwagerl, bin mitgegangen. Und das ist auch der beste Weg, einfach mal zu schauen und zu lernen und zu hören und genau. Also meine ersten Evangelisationen waren im Zimmer meiner Mutter.
Okay, die Gloria war gestern bei uns und hatte eine kleine Dauerwerbesendung gemacht für was gibt's alles bei Loreto. Und es gibt sicher die eine oder andere Person, die da jetzt mal sitzt und sagt, boah, finde ich cool, finde ich interessant. Wie kann ich connecten? Wo kann ich da mal das Ganze anschauen? Also du bist jetzt auch frei, hier ein bisschen eine kleine Dauerwerbesendung einzuschalten für die Leute da draußen, die... Ich möchte irgendwo dabei sein. Was können die tun? Danke, gerne. Die Werbung nehme ich gerne auf. Es gibt in unserer Gemeinschaft viele Apostolate, so nennen wir das, viele Angebote, die sind offen. Die sind einfach ganz offen, da sind die Türen ganz weit offen. Zum Beispiel die Herbsttage in Wien oder Pfingsten in Salzburg oder Gebetskreise im ganzen Land. Oder da oder dort hinzukommen und sich einzuklinken. Wir haben geistliche Zentren, zum Beispiel in Wien, in der Operngasse oder in Salzburg. Oder in Linz oder in Graz, man kann auf die Homepage gehen, auf loreto.at, man kann ein bisschen schauen, was es da gibt, man kann auf Facebook einfach ein bisschen herumsuchen, man kann sich YouTube-Videos anschauen. Also man kann sozusagen anfangen, mal einfach ein bisschen zu schauen und zu suchen und dann geht man irgendwo hin. Ich habe zum Beispiel da unten Leute gesehen, das fasziniert mich, aus der Schweiz, die haben sich das zur Angewohnheit gemacht, seit Jahren, die nehmen sich ein Wochenende frei, kommen mit dem Flieger angeflogen von Bern nach Wien, sind einfach immer 4 Tage bei den Herbsttagen dabei und fliegen dann wieder zurück. Also wir haben viele Apostolate, ist gleich Angebote, wo die Türen ganz weit offen sind. Und dann kann man sich, wenn man mal länger dabei ist, wenn man sagt, hey, wow, da möchte ich mich engagieren oder da möchte ich weitergehen, dann gibt es nächste Schritte. Also es gibt dann so eine, wir nennen das eine Verdichtung nach innen. Man kann dann sagen, ich möchte ins Postulat gehen, also 9 Monate Vorbereitung, ich möchte mich vorbereiten auf ein Gemeinschaftsversprechen. Wir sind ungefähr 500 junge und ein bisschen ältere Leute in Österreich, die in so einem Gemeinschaftsversprechen leben. Da verspreche ich dann schon konkret etwas, Christus nachzufolgen und der Kirche zu dienen. Das ist dann ein nächster Schritt. Und dann ein weiterer Schritt ist dann der Prozess der Heiligsprechung für diejenigen, die das möchten. Und so. Das ist ein langer Prozess dann. Also der erste, würdest du sagen, diese großen Treffen, vielleicht Herbsttage, Pfingsten und dann wöchentlich gibt es die Gebetskreise. Ganz genau. Wann ist denn Wien? In Wien ist jeden Mittwochabend zum Beispiel im geistlichen Zentrum in der Operngasse, Türen ganz weit offen, Operngasse Nummer 4, kann man kommen, jeden Mittwochabend, ich glaube 19 Uhr, das weißt du besser, 19 Uhr Beginn. Und diesen Gebetskreis oder diese Loreto-Gebetskreise findet man in fast allen größeren, zumindest Hauptstädten Österreichs, in den kleineren, da geht man auf die Homepage und dort sieht man, wo die Tauben sind, kann man anklicken. Ah, okay, super. Das heißt, eine herzliche Einladung für alle Leute, die in Wien Umgebung sind und sich das anschauen wollen, Mittwoch 19 Uhr, Operngasse 4, ein Gebetskreis, wie läuft der ungefähr ab? Unsere ganzen Gebetskreise haben einen sogenannten klassischen Dreischritt, nennen wir das. Wir fangen immer mit Lobpreis an. Lebendig, dem Herrn die Ehre geben, wir singen, wir springen, wir tanzen, wir klatschen. Dann gibt es eine Zeit des Inputs, ein Preach, Nahrung, 15, 20 Minuten. Und dann gibt es eine Zeit der eucharistischen Anbetung. Also wir wollen sozusagen, wir wollen diese ganze Freude einlernen, die es im Himmel einmal geben wird. Und wir wollen den Himmel vorkosten. Wir wollen diese Kontemplation, die Anbetung, die Stille, dieses Harren vor dem Herrn, das wollen wir lernen. Und wir wollen den Leuten, uns wichtig, gute Nahrung geben. Gute Nahrung, nicht nüchterne, weiß ich nicht was, ja, alte, also wir schöpfen aus den ganzen alten Quellen, keine Angst, aber gute Nahrung so verkündet, dass die Leute was anfangen können damit, aus dem Leben herausgesprochen, zeugnisartig, das wird man in allen Gebetskreisen bei uns finden, diesen Dreischritt. Ich noch eine Frage zum Schluss. Du hast in Wien studiert, also Wien ist auch eine wichtige Stadt für dich, bedeutet viel. Du lebst in Salzburg. Hast du eine Vision und eine Sehnsucht für Wien oder Salzburg? Für Salzburg auf jeden Fall. Für Salzburg auf jeden Fall, da würde die Sendezeit jetzt nicht reichen. Aber das stimmt, ich habe eine der schönsten Jahre meines Lebens in Wien verbracht. Ich habe hier studiert und Loreto hat hier angefangen. Und da durfte ich damals dabei sein. Nächste Woche wären es 30 Jahre, am 4. Oktober. Das war meine Wiener Zeit und ich komme sehr oft nach Wien und auch durch unsere Gemeinschaft und durch das Zentrum und durch viele Freundschaften gibt es da einen großen Connex. Ich würde die Frage so beantworten. Mein Herz schlägt für Österreich und natürlich darüber hinaus, aber mein Herz schlägt dafür, dass wir in diesem Land, dass der Heilige Geist dieses Land neu wachküsst. Eine neue Erweckung, ein neuer Aufbruch in diesem Land und da gehört alles dazu, vom Neuen
Siedlersee bis zum Bodensee, die ganze Spanne und von oben bis unten, dafür schlagt mein Herz. Und ich möchte jetzt nicht sagen, na, ich bin ein bisschen mehr Salzburger, ein bisschen weniger Wiener oder die Steirer, sind mir weniger Tiroler, sondern ich bin rot-weiß-rot, aber mit einer großen Liebe drüber hinaus. Nicht, dass dann die Schweizer kommen und sagen, wow, Georg, hast du einen Schweizer vergessen? Oder dann kommen die Ungarn und sagen, ja, wir Ungarn. Und so. Also mein Herz schlägt, dass jeder Mensch die Chance hat, Christus irgendwo zu begegnen. Aber ich bin schon sehr in Österreich und habe eine große Sehnsucht, dass dieses Land eine tiefe Erneuerung erfahrt. Die teile ich auch mit dir. Danke. Ja. Danke. Danke dir. Also wir danken dir für deinen tollen Preach. Nochmal eine herzliche Einladung. Um 12.15 Uhr hit the streets, geht's raus. Das heißt, hast du irgendwie so ein kleines Gespür in dir drin, das möchte ich mal ausprobieren. Ich muss ja nicht gleich aktiv dabei sein. Ich kann mir das mal anschauen. Wir gehen da gemeinsam raus. Komm mit, 12.15 Uhr hier, Laurenzgasse mit der Straßenbahn in Wien. Ansonsten, wenn du ruhig zum Herrn gehen willst, wir haben auch der nächste Programmpunkt, ist dann um 16 Uhr genau. Im Dom, Abend der Barmherzigkeit. Das wird gewaltig. Wie hast du es letztes Jahr in Erinnerung gehabt? Ja, ich bin aus dem Staunen nicht herausgekommen, weil ich habe mir gedacht, okay, jetzt geht die Versammlung von hier in den Dom, das wird sich alles zerlaufen. Also mein Glaube wäre ein bisschen zu klein, es wird sich alles verlaufen. Ich dachte, da werden ein paar so Hanseln herum. Wow, und dann gehen diese Türen hinten auf und dann, ich kann mich noch erinnern, bin da rechts gekniet und es ist immer mehr. Also das war, wie der Maxi heute gesagt hat, diese uralten Pforten, ja, dieser erhabenen alten Kirche sind da aufgegangen und heute ist es ein Traum, weil wir so einen schönen Tag wieder haben und so ein schönes Wetter haben und viele Leute in der Stadt sein werden. Und ich weiß, Gott sehnt sich noch nach viel mehr als ich oder wir uns sehnen. Und das wird sicher ein gewaltiger Nachmittag und Abend. Ja. Okay. Also herzliche Einladung. Wir sehen uns. Bis später. Und wir verabschieden uns von euch. Passt. Alles Gute. See you.